Ja, heute haben wir Jugend debattiert im Landtag. Das ist eine der Höhepunktveranstaltungen im Landtag überhaupt. Wir haben das vor 5 Jahren schon mal durchgeführt mit einem bahnbrechenden Erfolg. Heute geben wir jungen Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, den Spitzenkandidaten zur Landtagswahl mal so richtig auf den Zahn zu fühlen. Das heißt, die hohe Politik muss sich den Fragen junger Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen. Und das ist eine hochspannende Veranstaltung für alle Beteiligten. Wir haben insgesamt 350 Schulen in Niedersachsen, die sich da an diesem Projekt beteiligt haben. Und wir sind wirklich gespannt, welche Fragen die jungen Menschen nachher mitbringen. Und hier können sich die Jugendlichen noch mal live ein Bild eine Meinung machen von den Politikern und können dann in der nächsten Woche an die Wahlurne. Und insofern ist diese Veranstaltung der Startschuss für die Juniorwahl und der Grund, weswegen wir sie machen. Und insofern halte ich das für einen ausgezeichneten Weg, dass auch die Spitzenpolitiker die Möglichkeit haben, ihre Argumente hier einzubringen, aber vor allen Dingen sich auch der Diskussion zu stellen. Wie man so schön sagt, sie werden auf den Zahn gefühlt und das gehört da auch dazu. Ich habe so als eine Art Herausforderung gesehen, einfach mal mit jemandem zu reden, mit dem ich sonst wahrscheinlich eher weniger reden kann. Und vor allen Dingen mit jemandem zu reden, der eine sehr gute rhetorische Ausbildung genossen hat und einfach mir da weit voraus ist und das dann halt einfach mal auszuprobieren, wie das ist. Mir hat diese Veranstaltung heute Morgen gut gefallen. Ich bin jetzt seit 15 Jahren Mitglied des Landtages. Ich habe noch nie unseren Landtag so voll besetzt gesehen und auf der anderen Seite so ruhig und aufmerksam. Also das haben die Schülerinnen und Schüler richtig gut gemacht. Das war eine schöne, gute Diskussion. Meine Kontrahentin hatte sich gut vorbereitet, aber ich glaube, ich bin ihr keine Antwort schuldig geblieben. Und am Ende war ich ganz froh, als eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler meiner Auffassung gefolgt ist, wir sollten die Studiengebühren abschaffen. Ich fand, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das konnte man ruhig öfter mal machen. Schade, dass nur alle 5 Jahre Wahl ist. Sehr spannend. Also ich war doch recht nervös, aber es hat Spaß gemacht. Das war eine ungewohnte Situation, eine Herausforderung und ich bin auch stolz auf mich, dass ich das hingekriegt habe. Na klar, also bei einer Debatte nicht, weil da ist man häufig so in seiner Rolle gefangen, dass man auch am Ende der Debatte sagt, Mensch, nee, also ich hatte vollkommen die richtige Meinung, aber im privaten Leben auf jeden Fall. Ja, ganz oft. Also es ist so, dass man manchmal einfach Punkte nicht beachtet, die man nicht sieht, weil man vielleicht zu fest auf seinem Standpunkt steht und dann lässt man sich auch mal umstimmen, aber oft ist es so, dass man natürlich auch gerne seinen Standpunkt behält, weil man einfach auch überzeugt ist von dem Standpunkt. Insbesondere auch bei Jugend debattiert, bei dem Wettbewerb, nicht direkt in der Debatte, aber immer in der Vorbereitung. Man geht häufig so vor, belastet ein Thema ran, hat eine vorgefertigte Meinung, dann beschäftigt man sich damit und plötzlich merkt man, das ist ja eigentlich gar nicht so toll. Da gibt es ja ordentlich Kritikpunkte. Bestimmt, aber ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, aber es geschieht. Also ich will nicht unbedingt rechthaberisch sein. Ja, ich habe mich auch schon umstimmen lassen in Debatten und ich finde, das ist auch durchaus richtig und wichtig, wenn man halt einfach merkt, so ey, komm, die andere Seite, die hat jetzt wirklich die besseren Argumente, dass man sich dann auch darauf einlässt und sagt, okay, du bist stärker als ich, du hast da recht und ich muss dir jetzt zustimmen. Wenn man Politik macht, debattiert man ja den ganzen Tag. Es ist ja so, dass politische Meinungsbildung ist ja ein fließender Prozess. Und die Debatten finden vor allen Dingen statt innerhalb der Landesregierung, innerhalb der Ministerien, auch innerhalb der eigenen Fraktion und dann auch in den Ausschüssen. Ich finde, jeder Politiker sollte in der Debatte klug auch immer die anderen Argumente hören, denn meistens haben beide Seiten irgendwie auch ein klein wenig recht und am Ende gilt es dann in der Politik, eine vernünftige Entscheidung zu treffen.